Liebe Power- und Pacer, Triathlon ist nicht nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Triathlon ist auch Kraft, Flexibilität und Koordination. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Athletiktraining. Und hier ist euer Coach, Ulrike Syring. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Power- und Pace-Athletikeinheit nach dem Test letzte Woche. Heute wollen wir mal so ein paar Grundbewegungsmuster durchgehen, also so ganz klassische Übungen, die Kniebeuge, den Liegestütz, also so wirkliche Bewegungsmuster, die immer wieder vorkommen und damit ihr einmal richtig die Technik dafür lernt. Ja, letzte Woche habt ihr den Test gemacht, das war ja schon sehr lustig. Manche wollten auch verhandeln, ob das jetzt bestanden ist oder nicht bestanden. Also es ist da nichts richtig oder falsch. Es ist einfach nur, ihr seht, wo ihr euch verbessern könnt. Und daran werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate arbeiten. Jetzt starten wir erstmal ganz entspannt mit einem Warm-up. Da ist schon viel Balance gleich drin. Stellt euch einmal hüftbreit hin, dann einen Fuß mal abheben und fangt mal an, mit dem Sprunggelenk zu kreisen. Einfach mal, oh, da knackt es schon gleich. Es knirscht und knackt, das macht gar nichts, das ist gut. Einfach mal von innen nach außen kreisen. Erste Herausforderung, stehen bleiben. Und mal in die andere Richtung. Das ist dann gut wieder, wenn man irgendwas so zum Festhalten hat. So, Mobilisation, Sprunggelenk. Und lösen die andere Seite. Erstmal von innen nach außen. Schön das Sprunggelenk kreisen, so groß es geht. Also nicht einfach nur so ein bisschen da hin und her bewegen, sondern versucht wirklich so groß es geht und richtige Kreise zu machen. Wir konzentrieren uns nur auf das Kreisen vom Sprunggelenk und aufs Stehenbleiben. So, in die andere Richtung. Und langsam wieder abstellen. Jetzt Kniemobilisation. Dafür einfach mal abwechselnd die Ferse Richtung Po ziehen, soweit es geht. Ferse Richtung Po ziehen. Wer jetzt einen Mordsbeinbeuger hat, wird sagen, kann ich gar nicht machen, so viel Muskulatur hier hinten, das Bein geht gar nicht hoch. Ich glaube, bei den meisten wird das nicht der Fall sein, dass das der einschränkende Faktor ist. So, abwechselnd, als wolltet ihr euch mal so ein bisschen in den Hintern treten, musstet ihr vielleicht auch heute zur Athletikeinheit, oh, schon wieder dieses blöde Zeugs am Donnerstag, ich weiß, das macht ihr immer als allerletztes, wenn es nur sein muss und ihr nichts Besseres zu tun habt, aber ihr werdet es mir danken. So, noch ein bisschen. Ja, durch das Bewegen der Gelenke schießt dann die Gelenkflüssigkeit ein. Es geht alles ein bisschen geschmeidiger, auch wer da schon ein bisschen Probleme hat. So ein bisschen altersbedingte Knorpelabnutzung. Ich hörte davon beim einen oder anderen. So, gehen wir ein Gelenk höher. Sprunggelenk haben wir, Kniegelenk haben wir, Hüfte. Mobilisation, Hüfte, Außenrotation. Durch Drehen nach außen. Gleich beim Warm-up alles Balance. Hervorragend, ha? Dafür fällt die Balanceübung weg heute. So, alle, die jetzt am Wochenende laufen, seid ihr fit? Seid ihr bereit? Einmal die Seite wechseln. Jetzt hilft es auch nichts mehr zu absolvieren. Jetzt sollten alle Kilometer absolviert sein. Nur noch so ein kleiner Aktivierungslauf am Samstag. Vielleicht machen wir den auch zusammen vor der Pasta-Party. Hoppala, nicht meine Schokoladenseite hier. Ja, ich bin ganz gespannt. Uiuiui. Zum Glück starte ich relativ weit hinten. 547. Können mich dann nicht mehr so viele überholen von euch. Eieiei. Aber das Schöne ist, dann seid ihr ja alle im Ziel und wartet auf mich und empfangt mich dann. Ja, sehr gut. Und abstellen. So, jetzt mal noch die Schultern kreisen. Also was wir jetzt machen, ist mobilisieren. Das heißt, the big five, die fünf
großen Gelenke. Wenn ihr mitgezählt habt, bei Nummer 4 sind wir jetzt. Ja, wir haben das Sprunggelenk, wir haben das Knie, die Hüfte, die Schulter. Was haben wir noch für Gelenke? Also zu den Big Five zählt dann noch die Wirbelsäule, die machen wir gleich. Große Schulterkreise, von vorne nach hinten. Auch wenn es da ein bisschen rumpelt und kracht, nicht so schlimm. So, und die Wirbelsäule als letztes. Hüftbreiter Stand, einmal die Hände aufgestellt auf den Oberschenkeln und dann ganz langsam, vorsichtig, achtsam Po nach hinten schieben. Po reinziehen. Also ein bisschen Entenpo und runterrücken. Entenpo und runterrücken. Sehr gut. Dann dürft ihr einmal die Beine durchstrecken. Einmal lang nach unten fallen lassen. Arme ein bisschen ausschütteln. Das war auch letzte Woche ein Test. Toe Reach. Naja, es ist halt mit manchmal langen Beinen, kurzen Armen geht das halt auch alles nicht. Ich verstehe das. So, ich habe halt lange Arme, deswegen geht es bei mir gut. Langsam, Wirbel für Wirbel. Nach oben aufrollen. Oben nochmal die Schultern zurückrollen. Und dann starten wir schon in die Übung. Unsere erste Übung, die Kniebeuge. Also wir bauen das alles ganz langsam auf. Wir sind noch im Oktober. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt ganz neu dabei sind, die überhaupt noch kein Athletiktraining mit Power & Pace gemacht haben. Und da können wir natürlich nicht gleich bei Übungseinheit 32 ansetzen und da weitermachen. Wir fangen wieder alle ganz simpel, basic an. Kniebeuge. Hüftbreiter Stand. Für Hüftbreiten müsst ihr mal gucken. Manchmal denkt man so, ja, hüftbreit. Oder manche denken so, ja, manchmal hüftbreit. Ja, also da, hüftbreit ist, wo euer Hüftknochen ist, nicht wo vielleicht ihr meint, wo der Po ist. Also hüftbreit vom Stand. Der Fuß steht komplett auf dem Boden. Belastung ist auf Großzehengelenk, Kleinzehengelenk und der Ferse. So, da ist eure Belastung Mittelfuß. Dann geht der Po, ich zeige es euch von der Seite, geht nach hinten. Mit so einer leichten Lordose, vielleicht seht ihr das, so dieses natürliche Hohlkreuz. Und dann dürft ihr in der dynamischen Kniebeuge so tief gehen, wie ihr diese Lordose halten könnt, ohne mit dem Oberkörper auf den Oberschenkeln zu liegen. So, wenn ihr dann irgendwann merkt, das Becken haut euch hier ab, also Sumo-Hocke braucht ihr nicht machen, es sei denn, ihr könnt die Spannung hier im unteren Rücken halten. Okay, das ist unsere Übung, die probieren wir jetzt. Achtung, fest hinstellen. Brust raus, Bauch rein. Tief und hoch. Beugen und strecken. Beugen, strecken. Bauchnabel schön aktiviert und als Hilfe geht es die Arme nach vorne. Ist ein bisschen leichter. Etwas schwerer wäre Hände auf den Schultern. Air Squat wird er auch genannt, ohne Hilfsmittel. Und wer sagt, oh, das ist ja super easy, darf die Arme neben die Ohren nehmen. Overhead Reach, ich erinnere euch. So, kurze Pause. Das war jetzt nur eine simple Kniebeuge. Weiter geht's zum Liegestütz. Also es gibt, man redet da von Bewegungsmustern, die versuchen wir jetzt immer alle durchzugehen und alle mit einzubauen. Was wir jetzt gemacht haben, war kniedominant, die Kniebeuge. Dann gibt es Push und Pull und Bend to Extend, das machen wir alles noch. Core-Rotation, so Geschichten. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Push. Pull übrigens haben wir, glaube ich, heute nicht drin. Pull ist mit eigenem Körpergewicht immer ein bisschen schwierig. Könnten wir höchstens machen, wenn wir eine Stange hätten und uns irgendwo hochziehen könnten. So, also, aber wir starten mal ganz simpel in der Bauchlage. Die Hände stehen rechts und links neben dem Körper. Okay? So, also neben der Brust, unter der Schulter. Ganz fest aufgestellt, Hände ein bisschen aufgefächert. Ihr dürft ruhig mal auf den Knien anfangen. Jetzt geht die Brust zum Boden und drückt wieder hoch. Zum Boden, ausatmen, hoch. So, dabei
den Bauchnabel fest nach innen ziehen, Pobacken zusammenkneifen, Schulterblätter zusammen. Boah, so viel auf einmal. Brust geht zum Boden. Was ich nicht sehen will, Hauptsache langgestreckte Beine und dann nur ein bisschen Kopfnicken. Nee, das können wir besser. Lieber einen Schritt zurück, auf die Knie noch 4 Stück. Einatmen tief, ausatmen hoch. Einatmen tief, tief. Eine gerade Linie, der ganze Körper vom Knie bis zu den Schultern und geschafft. Kurz zurücksetzen. So, wer jetzt das erste Mal dabei ist, wir machen immer 3 Sätze von jeder Übung. Jetzt machen wir wieder Kniebeugen, Liegestütz, Kniebeugen, Liegestütz. Erst dann ist vorbei. So, Kniebeugeposition. Bauch fest, Füße hüftbreit, schön aufgefächert die Zehen, fester Stand im Boden. Und dann geht's mit ganz geradem Rücken, festem Rumpf nach unten kommen. Tief und hoch. Eure Option, Hände auf den Schultern, Arme neben dem Kopf. Wenn ihr die Hände neben den Kopf nehmt, dann so weit nach hinten, dass ihr es aus dem Augenwinkel eure Arme nicht mehr sehen könnt. Tief. Und wenn ihr oben seid, richtig jetzt, Po zusammenkneifen, Hüftstreckung. Hier, strecken. 4 mehr. Hüftstrecken, Po zusammenkneifen. Pobacken fest. Letztes Mal. Und kurze Pause. Also wichtige Bewegung bei der Kniebeuge ist die Endphase. Es reicht nicht, hier aufzuhören, sondern ihr wollt wirklich diese Streckung, schon fast so ein bisschen wie Bauch ausstrecken, aber natürlich ist der Bauch aktiv. Ja, von daher nicht das letzte Stückchen verschenken. Okay, zurück zum Liegestütz. Könnt wieder, wenn ihr nicht sicher seid, wo die Hände stehen sollen, rechts, links, neben der Brust, unter der Schulter, 12 Stück tief und hoch. Ausatmen. Bauch ist ganz fest. Pobacken zusammen, Schulterblätter ziehen zusammen. Ganzer Weg nach unten. Denkt dran, lieber einen Schritt zurück als zu viel am Anfang. Liegestütze werden die nächsten Wochen uns noch ein bisschen begleiten. So, 2/3 habt ihr schon. Jetzt dranbleiben. Komm, 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 komm. Einatmen und aus. Ein. Bauchnabel rein, kein Hängebauchschwein. Komm, Po zusammen, Schulterblätter zusammen. Einmal hochdrücken, kurz nach hinten entlasten. Locker ausschütteln. Letzte Runde. So, zurück zu den Kniebeugen. Nochmal hüftbreit, sauber hinstellen, Bauch anspannen und los geht's. Komm tief und hoch. Option, Hände auf den Schultern oder neben den Ohren. Tief, Achtung, strecken. Zack, tief ein, strecken, zack, tschupp. Und da auch wieder nicht euch selber veräppeln. So, 4 mehr. Und ihr werdet merken, wenn ihr das ordentlich macht, so simple Basic-Übungen können schon herausfordernd sein, wenn die Technik sauber ist. Okay, geschafft. Ich zeige euch gleich, wie ihr eine noch sauberere Kniebeuge zu Hause mal für euch üben könnt. Letzte Runde Liegestütz. Bauchlage, Hände aufsetzen, rechts und links neben der Brust. Abstützen, Bauch fest und los geht's. Tief und hoch. Die Hände, also die Ellbogen, sind möglichst nah am Körper, nicht ganz nah, aber auch nicht auf Schulterhöhe nach außen. Ausatmen beim Hochdrücken. Huhu, 4 Stück noch.
Zweimal mehr. Komm, anstrengen. Bauch ganz fest. Drücken, 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 drücken. Letzter. Jawohl. Einmal kurz strecken. So, jetzt zeige ich euch kurz, wie ihr eure Kniebeugetechnik verfeinern könnt. Dafür braucht ihr eine Wand. Und zwar, wenn ihr mit dem Gesicht vor der Wand steht, also müsst nicht ganz so nah mit den Füßen, dürft am Anfang ein bisschen weiter, so eine Fußlänge weit weg, Hände auf die Schultern und dann macht ihr vor der Wand Kniebeugen. Und wenn ihr mit der Stirn an der Wand einschlagt und es da Blutspuren gibt, dann war es zu weit vorgeneigt. Ja, also nochmal von hier weg dahin. Und da könnt ihr euch wirklich vorstellen, ihr steht hier vor der Wand und da müsst ihr mit dem Gewicht nach hinten, ohne die Zehen aber vorne abzuheben. Okay, den ersten Block habt ihr geschafft. Es geht weiter, zweiter Kraftblock. Der ist ein bisschen simpler von der Anstrengung, aber herausfordernder vom Gleichgewicht. So, es geht in den Vierfüßlerstand. Die Hände stehen unter der Schulter, die Knie unter der Hüfte. Okay. So, jetzt Bauchnabel fest einziehen. Jetzt versucht ihr einmal, den rechten Arm zu lösen, ohne das Becken zu verschieben und das linke Bein dazu lösen. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen die Schwierigkeit erhöhen, indem ihr hinten den Fuß ablegt. Also von aufgestellte Zehen hin zum flachen Fuß. So, jetzt erstmal nur halten und dann ein bisschen den Arm nach vorne ziehen, das Bein nach hinten und wieder locker, ohne dabei die Höhe von Arm und Bein zu verlieren. Vierfüßlerstände machen wir auch ganz oft. Ist kein typisches Bewegungsmuster mit irgendeinem Namen, aber trotzdem eine gute rumpfstabilisierende Übung. So, immer so ein bisschen auseinanderziehen. Und als wollt ihr vorne an was rankommen, hinten was wegtreten. Nochmal. Letztes Mal. Und einmal die andere Seite. Knie wieder unter die Hüfte, Hand unter die Schulter. Dann einmal den linken Arm abheben. Habe ich vergessen zu sagen. Die Handfläche, machen wir gleich Schulterrotatorentraining, möglichst nach oben drehen. Handfläche zur Decke. Ich muss ein bisschen vorkrabbeln. Jetzt stoße ich hier gleich meinen Tisch um. So, Bauchnabel ganz fest reingezogen. Hand nach oben. Ausbalancieren beide Beckenknochen auf gleicher Höhe. Ja, also falls ihr hier hin drehen wollt, gerne wieder ein bisschen nach unten drehen. Und dann los geht's. Auseinanderziehen. Und wieder zusammen. Der Arm, mit dem ihr stützt, ist ganz leicht gebeugt. Bauchnabel fest nach innen, auseinanderziehen und wieder ein bisschen lösen. Lösen. Da machen wir gar nicht viel und merkt ihr trotzdem, wie alles zittert? Wahnsinn, oder? 15 Sekunden noch. Arm nochmal neben das Ohr nach oben ziehen. Sehr gut. So, letztes Mal. Einmal abstützen. Alles ein bisschen auslockern. So, ein typisches Bewegungsmuster ist auch Chorrotation. Dafür einmal die Füße aufgestellt. Und den Rücken macht ihr ganz gerade. Ich zeige euch mal gerade Rücken. Allergeradester Rücken. So, als würde jemand an eurem Kopf nochmal den Rücken ein bisschen in die Länge ziehen. So ganz leichte Lordose, also kleines natürliches Hohlkreuz. Von hier aus lehnt ihr euch so weit zurück, wie ihr das noch halten könnt. Ja, also wenn ihr dann irgendwann hier hängt, lieber ein bisschen aufrechter und den Bauch schön reinziehen dabei. Hände einmal vor der Brust zusammendrücken. Und dann kleine Drehung nach rechts und links. Immer über die Mitte, nur ganz klein drehen. Bauch schön reinziehen, Brust schön raus. Ganz lang machen. Jawohl. Sehr gut. Und je näher ihr die Fersen zum Po ranzieht, desto schwerer wird die Übung. So.
sieht auch so aus, als wäre sie überhaupt nichts. Jeder, der von draußen zuguckt, denkt so, boah, was machen die denn da? Ist doch nicht so schwer. Und wir verdrehen die Augen und müssen uns voll anstrengen. Kurz Pause. So, zurück. Vierfüßlerstand. Hände unter die Schulter. Knie unter die Hüfte. Diesmal starten wir mit der linken Hand. Rechte Hand, rechtes Bein nach hinten. Fuß, Rücken ablegen. Und dann kleine Bewegung. Auseinanderziehen und wieder zusammen. Auseinanderziehen und zusammen. Auseinander. Bauchnabel ist fest nach innen gezogen. Lang machen. Ganz lang ziehen. Macht es in eurem Tempo. Achtet nochmal auf die Hüfte. Beide Beckenknochen ganz gerade nach unten. Letzten 15 Sekunden. Die Handfläche dreht nach oben. Komm, Handfläche nach oben drehen. Arm und Bein auseinanderziehen. Sehr gut. Letztes Mal. Und Seitenwechsel. Geht direkt weiter. Handfläche nach oben. Bein nach hinten und los geht's. Ziehen. Und locker. Als wolltet ihr vorne unbedingt an was drankommen. Und hinten müsst ihr was wegschubsen. Es nervt euch da hinten. Weg damit. Beckenknochen zeigen nach unten. Wie so zwei Autoscheinwerfer, die natürlich beide Richtung Boden strahlen sollen. Nicht einer schräg nach außen, der andere zum Boden. Auseinanderziehen. Ja, man denkt immer, das geht gar nicht und dann geht immer noch mal so ein Zentimeterchen mehr. Gut. Ah, lass den Arm noch mal neben den Ohren. Letztes Mal absetzen. Und zum Russian Twist zurück. So, Beine aufgestellt, Rücken schön gerade, Bauchnabel fest nach innen, Hände vor der Brust. Los geht's. Drehen, mit. Nehmt den Kopf mit, Blick zur Seite. Schön gerade. Gut. Weiter. Yes. So, die letzten 15 Sekunden. Schaffen wir noch, oder? Hopp. Nochmal den Rücken strecken. Gerade, noch gerade. Ihr könnt das. Ich weiß das. Und locker. So, sehr gut. Letzte Runde, Vierfüßlerstand, dann noch einmal Russian Twist und dann kommen wir zum letzten Kraftblock. Und danach ist dann ein bisschen Wellness. Also die einen sagen Wellness, die anderen sagen, jetzt fängt die Quälerei erst an. Ein bisschen Mobilisation. So, Vierfüßlerstand, Bauch rein, Becken schön neutral, rechter Arm abheben, linkes Bein dazu, Fußrücken ablegen und los geht's, auseinanderziehen. Und lösen. Bisschen ziehen, ziehen, ziehen. Und zusammen. Nochmal. Zieh. Locker. Zieh. Komm, das schafft ihr. Auch wenn ihr am Sonntag laufen müsst, es geht schon. Das ist jetzt nicht so eine Muskelkater-Einheit. Das stabilisiert nochmal alles ganz schön. Jetzt gerade den Rumpf. Für die Hüftstreckung wichtig, Rumpfkraft, auseinanderziehen, Arm und Bein schön auf einer Höhe lassen, letztes Mal, okay, andere Seite, Bein wegstrecken, Arm wegstrecken und los geht's, rausziehen und wieder ein bisschen nachlassen, auseinander, wachsen nach hinten und vorne, wachsen, wachsen. Komm, rausziehen. Klein machen. Auseinanderziehen. Locker. Auseinander. Locker. 15 Sekunden. Lang machen. Noch dreimal. Auf geht's. Jawohl. Komm, Endspurt.
Einmal noch Russian Twist übrigens. Okay. So. Russian Twist. Gerader Rücken. Bauch fest. Fersen so nah es geht an den Körper ran. Hände vor der Brust. Achtung. Los geht's. Sehr gut. So. Was war mit diesem geraden Rücken nochmal? Gerade ist wie so ein Besenstiel, so fast. Plus noch ein bisschen Hohlkreuz dazu. So, Hände fest aufeinander drücken. Die bewegen sich gar nicht weg vom Oberkörper. Hopp. Hopp. Nochmal lang ziehen, nochmal länger. Als würde so jemand an den Schulterblättern euch nochmal so ein bisschen in die Streckung schieben. Fester Druck von den Händen aufeinander. Drehen, Mitte, drehen, Mitte, drehen. Letztes Mal geschafft. Puh. Sehr gut. So, zweiter Block erledigt. Dritter Block, ein anderes Bewegungsmuster. Also das war jetzt am Ende Core-Rotation. Ein anderes Bewegungsmuster ist einbeinig. Einbeinig heißt, wir machen Ausfallschritte. Ein Bein vor, ein Bein zurück. Beide Füße sind aber hüftbreit, also hüftbreit ist die Ausgangsposition. Dann einmal Schritt zurück, beide balla, Zehen zeigen geradeaus. Und dann geht hinten das Bein beugen, fast bis zum Boden und wieder hoch, okay? Oberkörper bleibt dabei ganz aufrecht. Los geht's. Beugen und strecken. Beugen und strecken. So, Oberkörper bleibt schön gerade. Hoppala. So, das gibt schön Power in die Beinrückseite und den Po. Beugen. Versucht das Gewicht mehr auf den vorderen Fuß zu bringen. Vorderer Fuß und beim Hochdrücken über die Ferse Druck nach oben. Hopp. Tief, tief. Hoch. Und Seitenwechsel. Hüftbreit steht ihr immer noch. Schritt zurück. Beide Zehenspitzen zeigen geradeaus. Und wenn ihr von der Ausgangsposition habt ihr ungefähr hinten 90 Grad, vorne 90 Grad, dann habt ihr den richtigen Abstand. Und dann geht's los hier. Beugen und strecken. Druck auf die vordere Ferse. Ganzer Fuß steht schon auf dem Boden, das ist schon richtig. Aber beim Hochdrücken gebt ihr nochmal Druck auf die vordere Ferse, hinten vom Fuß auf den Teil. Bauch aufrecht, reingezogen, Oberkörper aufrecht. Beugen, einatmen, ausatmen nach oben. Huh, vier mehr. Jawohl, sehr gut. Und der letzte. So, dann könnt ihr gleich hier bleiben, rückengerecht zu Boden gehen, ein Knie aufsetzen, zweite dazu und dann in Rückenlage. Unser letztes Bewegungsmuster für heute, Bend to Extend. Das wäre sowas wie Kreuzheben, also beugen, um wieder aufzurichten. Was aber auch dazu zählt, ist der Beckenlift, Hip Thruster, Bridging, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auch da geht es darum, Hüftstreckung. Und das habt ihr ja vielleicht gemerkt, wer schon öfter mal solche Übungen gemacht hat. Das gibt euch viel Wumms beim Laufen. Also, hüftbreiter Stand. Da kommt vielleicht nochmal kurz nach oben. Guckt mal, wo eure Hüfte ist. Irgendwo so. Meistens sind das so irgendwie ja, zwei, drei Faustbreit auseinander, die Beine, dann passt es. So, Rückenlage. Und dann Bauch anspannen. Und durch Anspannen vom Po streckt ihr die Hüfte nach oben, ohne dabei ins Hohlkreuz zu ziehen. Es ist eher so Schambein und Becken, Schambein und Bauchnabel ziehen so ein bisschen eher zusammen. Versucht das mal. Po anspannen und dann dabei richtig die Hüfte strecken. Ganz langsam. Und hier zusammenziehen. AZ, Arsch zusammen, Po hoch, yes, hopp, 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 hopp,
Noch zwei Stück. Huiuiui. Und dann kommt schon wieder der tolle Ausfallschritt. Gibt auch einen knackigen Po. Okay. Langsam auf die Seite räumen. Machen Sie wieder rückengerechts aufstehen. Vierfüßlerstand. Ein Fuß nach vorne. Auf dem Oberschenkel abstützen. Nach oben drücken. Und wieder in die Ausfallschrittposition. Hüftbreit die Füße. Oberkörper aufrecht. Und los geht's. Beugen. Strecken. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Einatmen. Hoppala. Balance. Kommt auch dazu. Hatten wir heute schon so viel, oder? Anfang. So, wer Angst hat, dass er das am Sonntag nicht schafft, geht nicht ganz so tief. Vier mehr. Aber es ist, hey, nur euer eigenes Körpergewicht. Das muss man ja wohl mal hinkriegen. Und der letzte. Schneller Wechsel. Weiter geht's. Und hoch. Druck über die Ferse. Und hier hochschieben. Tief, tief. Schieb hoch über die Ferse. Oberkörper schön aufrecht. Jetzt hättet ihr hier so ein Tablett auf dem Kopf mit vielen Wassergläsern. Ja, jetzt wollen wir nicht mehr geduscht werden, oder? Die Temperaturen sind nicht mehr so für Wasserduschen. Auch wenn der eine oder andere jetzt vielleicht denkt, so weiter, weiter. Ich glaube, es ist die zweite Runde, ne, von den Ausfallschritten. Haben wir noch eine. Aber vorher noch unseren Hip Thruster. Okay, gleich wieder runtergehen. Einmal seitlich hinsetzen. Rückenlage. Hüftbreit die Füße. Einmal checken, weil manchmal ist so das Körperempfinden, die Wahrnehmung anders als die Realität. Ich möchte euch nicht an letzte Woche erinnern. So. Ist doch volle Punktzahl. Okay, hüftbreit. Jetzt, wenn ihr es euch ein bisschen schwerer machen wollt, könnt ihr die Arme nach oben nehmen. Los geht's. Po anspannen, Hüfte strecken. Schambein, Bauchnabel. Ziehen zusammen. Ja, ich zeige euch einmal, das macht man eigentlich nicht, aber wie es nicht gemeint ist. So, möglichst hoch. Das ist es nicht. Ihr braucht die Spannung hier, wie so eine Bogenspannung. Und dann den Po anspannen und dadurch die Hüfte strecken. So, die Füße drücken fest in den Boden. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet die Füße zu euch ranziehen wollen. Als wolltet ihr eure Matte oder euer Handtuch oder euren Teppich noch ein bisschen mehr unter euch drunter durchziehen. Druck in die Füße, Zug. Merkt ihr hier, wie die Spannung sich erhöht? Vier mehr davon. Denk an die Körpermitte, Schambein, Bauchnabel. Ziehen zusammen, während ihr mit den Füßen hier noch zieht. Letztes Mal. Kurz ablegen. So. Einmal ein Bein greifen. Hochziehen, hopp. Kanutenstand, vordere Oberschenkel abstützen, hochdrücken. Letzte Runde, Ausfallschritt. So. Bereit? Geht los. Beugen und strecken. Also das ist unsere Knackarschübung. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Da wollen wir nicht schon wieder zu spät sein. Okay. Diesen Sommer hatten wir auch keinen Sommer. Also kommt drauf an, wo ihr wart. Einige von euch waren ja viel in Kroatien unterwegs. Da war viel Sommer, glaube ich. So, ein bisschen noch. 30 Sekunden auf dieser Seite. Beugen über die Ferse. Druck nach oben, Po anspannen. Beugen, Druck über die Ferse. Druck über die Ferse hoch. Vier mehr. Bauchnabel fest, Oberkörper aufrecht. Denkt an euer Tablett. Tablett mit vielen Wassergläsern. Ist auch schade um die Gläser, wenn die kaputt gehen. So, Seitenwechsel. Großer Schritt und los geht's. Beugen, beugen. Druck über die Ferse hoch. Tief runter. Jetzt hier. Drücken. Nach oben. Gut.
Oberkörper aufrecht. Eine gerade Linie hier im Oberkörper. Ein bisschen Druck mehr auf dem vorderen Bein. Also ihr dürft so ein bisschen Gewicht nach vorne verlagern, ohne dass ihr mit dem Oberkörper ausweicht. Yes. Hoppala. So, einen machen wir noch, oder? Okay, noch einmal nach unten. Also ein halber Bonus-Ausfallschritt. Und zurück in Rückenlage. Jetzt üben wir als erstes in Trocken, mal, also bevor wir loslegen, wie das mit dem Ziehen gemeint ist. Also hinlegen, hüftbreiter Stand. Jetzt mal den Po nach oben ziehen. So, jetzt achtet mal auf meine Schultern. Achtung, ich ziehe mit den Fersen in 3, 2, 1. Habt ihr es gesehen? Das ist die Spannung, die ich hier haben will. Ohne dass irgendwie die Füße sich verändern. Es ist nur hier dieser Zug. Und den versucht ihr permanent die ganze Zeit aufrecht zu halten. Gerne mit den Armen hier oben. Los geht's. Hoch. Ist jetzt nicht jedes Mal, dass die Schultern rutschen, weil den Zug halten wir ja permanent konstant. Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Merkt ihr hier mehr Spannung, mehr Power? Jawohl. Oh, ob das bis Sonntag jetzt noch was bringt? Ich mache mal noch ein bisschen doller. Wahrscheinlich liege ich dann mit Krämpfen irgendwo an der Seite. Dann bitte zieht mich mit ins Ziel. Huiuiui. Ich komme ja eigentlich nur wegen der Pasta-Party, ne? Eieiei. Laufen ist ja wirklich meine allerliebste Lieblingsdisziplin. Aber die letzten, ich sag mal, 5 Wochen habe ich echt versucht, ganz brav nach Plan zu trainieren. Letztes Mal langsam ablegen. Einmal die Knie Richtung Brust ziehen. Kurz mit dem Rücken kreisen. Und hey, jetzt kommt das Schöne. Wir gehen zum Cooldown. Aber dafür müsst ihr leider noch mal eine Etage höher kommen. Geht das? Können wir mal kurz noch mal in die andere Richtung kreisen. Und dann euch mal in den Sitz schaukeln. In den Kniestand. Und jetzt nehmen wir einmal so ein bisschen die Hauptmuskeln, auch die wir immer so beanspruchen. Fangen wir an mit dem Adduktor. Also Kniestand, ein Bein zur Seite. Und dann könnt ihr einmal mit den Händen ruhig hier vorne bleiben und von hier aus den Po so ein bisschen nach hinten schieben. Rücken bleibt schön gerade. Auch immer noch so eine leichte Rumpfspannung halten. Jetzt ist schon um. Also für manche kommt jetzt ja das Schlimmste, ich weiß. Aber für alle diejenigen, die letzte Woche zum ersten Mal überhaupt dabei waren, den Test gemacht haben, naja, so schlimm ist das ja gar nicht. Das war heute mal so der Einstieg. Das werden wir jetzt nach und nach steigern. Ich glaube, vorausschauend, nächste Woche wird es ein bisschen entspannter. Mobilisation. Nur schon mal prophylaktisch, falls ich nichts anderes mehr kann nächste Woche. 2 Wochen Muskelkater. So, langsam wieder zurück. Andere Seite. Weiten Schritt zur Seite. Und dann den Po so ein bisschen nach hinten schieben. Ganz lang gestreckt das Bein. Der Fuß steht auf. Fußspitzen zeigen geradeaus. Und ihr schiebt das Bein weit nach hinten. Weit zur Seite, lang gestreckt und den Po so ein bisschen nach hinten, dass ihr hier in der Oberschenkelinnenseite so ein bisschen die Dehnung spürt. Das ist ja sehr individuell, wie beweglich ihr seid. Es ist auch genetisch, wie eure Gelenkigkeit ist. Nicht jeder kann automatisch Spagat, selbst wenn er noch so viele Dehneinheiten gemacht hätte. Ich
werde das in meinem Leben, in diesem Leben, nicht mehr lernen. Und ich habe es echt früher geübt als Kind. Aber keine Chance. So, von hier aus gleich mal auf die Seite drehen. Mit gestrecktem Bein, Oberkörper gerade. Jetzt kann es sein, dass ihr vielleicht schon mit geradem Rücken hier runterkommt oder ihr sagt, na, ich muss so ein bisschen weiter oben bleiben. Und dann könnt ihr hier auf dem Oberschenkel stützen. Und dann immer mal den Fuß noch ein bisschen weiter ranziehen. Gerader Rücken zieht noch ein bisschen mehr Richtung Oberschenkel. Also es geht nicht darum, wer schafft als erstes den Bauch oder die Nasenspitze auf dem Oberschenkel oder dem Knie abzulegen, sondern wer schafft es, den Rücken gerade zu halten und das Bein durchzustrecken. Bringt nämlich auch nichts, wenn ihr hier möglichst weit vorkommt, das Bein gestreckt habt, habt ihr keine Dehnung in der Oberschenkelrückseite. So, jetzt mal ein bisschen mit dem Fuß bewegen. Fuß strecken, Fuß ranziehen. Jetzt muss man schon wieder langsam ein bisschen beeilen. Jetzt muss Björn bald 45, 50, 55 Minuten den Plan schreiben. Einmal Beinwechsel. Langen Schritt nach vorne. Jetzt nochmal die Hüfte ein bisschen nach unten ziehen. Also man möchte ja gerne irgendwie so machen, dann ist das nicht so intensiv, aber wir wollen ja intensiv. Fußspitze ranziehen. Und jetzt hier die linke Seite, linke Hüfte nach unten schieben, linkes Becken ein bisschen absinken lassen. Rücken gerade. Das wäre jetzt auch so eine gute Option für zwei Yoga-Blöcke oder zwei dicke Bücher, falls die Arme zu kurz sind. So, nochmal Fußspitze ran und weg. So, das war ja letzte Woche ein Test, Oberschenkelrückseite und auch die Oberschenkelvorderseite. Wir machen heute wirklich mal die Basic-Variante fürs Dehnen und zwar in Bauchlage. So, und dann versucht ihr, einen Fuß zu greifen, gerne auch mit beiden Händen und dann die Ferse richtig in den Po reinzudrücken. So, das Knie drückt dabei Richtung Boden. Und langsam wieder lösen und einmal die andere Seite. Bein ranziehen. Jetzt auch wieder der Unterschied aktive, passive Beweglichkeit. Ha, aktiv schaffe ich es nicht so ganz. Passiv mit Drücken geht's. So, versucht mal wirklich Bauch ein bisschen anzuspannen, aber den Oberschenkel vorne locker zu lassen. Den Po auch locker zu lassen. Jawohl, sehr gut. Und dann einmal noch nach oben in den Sitz. Sehr gut. Als Abschluss die Fußsohlen einmal zueinander. So ein Schmetterlingssitz heißt das. Dann könnt ihr einmal die Knie nach außen wippen, Rücken schön gerade machen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das bei dem einen oder anderen aussieht. Ganz nah an dieser Position dran bestimmt, oder? So. Die Kunst ist es dann irgendwann, ohne die Hände hinten, mit geradem Rücken, Knie nach außen wippen zu lassen. Oder dann irgendwann hier ganz. So, dann dürft ihr einmal noch mal ein bisschen nach vorne rollen. Wichtig ist, dass ihr nicht hier an den Füßen versucht, irgendwie so hoch zu ziehen. Das mögen die Sprunggelenke nicht so. Also ihr dürft euch schon hier festhalten, nur nicht hochziehen. Okay. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Kreist nochmal die Schultern locker zurück. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, tut das, damit ihr ab jetzt
auch nichts mehr verpasst. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch die Einheit gefallen hat. Dann alle, die am Sonntag am Hockenheimring laufen. Ich freue mich riesig, euch alle zu sehen. Hoffentlich möglichst viele auch bei der Pasta-Party. Dann werden wir das Ding da rocken am Ring. Und ja, alle anderen, habt noch eine schöne Woche. Wir werden berichten, wie es für uns gelaufen ist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle, 19 Uhr, bei Power & Pace.